Der nächste Talk ist von Vanessa Wormer. Sie ist gerade Datenjournalistin bei der Süddeutschen Zeitung. Sie war aber zum Beispiel auch schon mal Datenfellow bei Korrektiv. Seitdem hat sich viel verändert. Sie hat in New York ein Journalistenprogramm durchgemacht. Und dann ist etwas passiert, was sich die Panama Papers nennt. Vielleicht kennt der eine oder andere das hier. Und sie kommt gerade erst vom Nannenpreis in Hamburg, wo sie den bedeutendsten Journalistenpreis Deutschlands bekommen hat. Ich bitte auf die Bühne Vanessa Wormer. Sie wird sprechen über Datenjournalismus und was das mit offenen Daten zu tun hat. Bitte. Ja, mein Name ist Vanessa, wie Stefan schon eingeführt hat. Ich bin Datenjournalistin bei der Süddeutschen Zeitung in München. Ich mache Journalismus, seit ich 17 bin, Datenjournalismus aber eigentlich erst so seit 3 Jahren. Und zum Datenjournalismus bin ich tatsächlich so ein bisschen über die Open-Data-Bewegung gekommen, also auch übers Code for Germany Lab in Heilbronn. Seit 2015 arbeite ich jetzt bei der SZ und da habe ich meistens gar nicht so viel mit Open Data zu tun, sondern mit dem krassen Gegenteil davon, mit Leaks. Im letzten Jahr maßgeblich mit den Panama Papers. Ein Leak heißt ja, dass uns jemand im Fall der Panama Papers, eine anonyme Quelle, die sich John Doe nennt, Zugang zu einem Bereich verschafft hat, in dem teilweise völlige Intransparenz herrscht, beziehungsweise wo die Intransparenz sogar zum Geschäftsmodell gehört. Ein Leak heißt aber nicht, dass alle Geschichten schon da liegen und dass der Journalist eigentlich gar nichts mehr recherchieren muss. Auch wir Journalisten sind, wenn wir in unseren Recherchen mit Leaks arbeiten, ständig angewiesen auf offen zugängliche Informationen, auf Open Data, zum Beispiel aus dem Handelsregister oder aus Gerichtsakten. Denn wenn wir in den Daten der Panama Papers recherchieren, ergeben meistens irgendwelche Firmenverbindungen oder Personenbeziehungen ersten Sinn, wenn wir sie mit öffentlich zugänglichen Daten und anderen Datenbanken abgleichen können. Und darum soll es auch heute in meiner Keynote gehen, um das Potenzial von offenen Daten und wie sie uns Journalisten, dem Staat, aber auch der Zivilgesellschaft dabei helfen, Missstände aufzudecken. Mein Positivbeispiel heute für eine Recherche, bei der Leak-Daten und offene Daten eine starke Geschichte ergeben, die am Ende sogar einen Impact hat, kommt von meinen Kollegen des British Guardian, mit denen wir zusammen an den Panama Papers gearbeitet haben. Und ich bin tatsächlich sehr, sehr neidisch auf diese Geschichte, weil sie in Deutschland kaum zu recherchieren ist. Die Kollegen konnten anhand der Panama Papers und öffentlich zugänglicher Daten zu öffentlich zugänglicher Grundstücksdaten zeigen, wie Milliarden an Offshore-Kapital den britischen Immobilienmarkt fluten und wer dahinter steckt. Es geht bei dieser Geschichte des Guardian also grundsätzlich um das strukturelle Problem, dass die Immobilienpreise und Mieten in Großbritannien, vor allem in London, durch anonyme Investoren und reiche Ausländer in die Höhe getrieben werden. Experten gehen davon aus, dass die Preise in London gerade deshalb so stark gestiegen sind, weil Immobilien im großen Stil als Investment- und Geldwaschanlage missbraucht werden. In vielen Fällen werden die Käufe über Offshore-Firmen abgewickelt. So kann der Käufer nämlich anonym bleiben und nicht mal die Behörden wissen, wer dahinter steckt. Die Immobilien stehen danach oft leer. Auf dem Papier geht es also um anonyme Briefkastenfirmen, die die Immobilien besitzen. Aber mit Hilfe der Panama Papers und öffentlich zugänglicher Daten konnte der Guardian in vielen Fällen erstmals zeigen, wer hinter den Fassaden steckt. So zum Beispiel hochrangige Politiker aus Syrien oder Nigeria, die über Briefkastenfirmen in London Immobilien besitzen. Politiker aus Staaten also, die als Hochrisikoländer für Geldwäsche gelten. Laut einer aktuellen Studie von Transparency International beispielsweise sind Londoner Immobilien im Wert von mindestens 4,2 Milliarden Pfund im Besitz von Politikern und Funktionären, bei denen fragwürdig ist, wo das Geld herkommt. Auch die Wirtschaftselite bzw. deren Offshore-Firmen sind im Londoner Immobilienmarkt zu finden. Wie die Guardian-Recherche gezeigt hat, russische Geschäftsleute und Magnaten, der Ex-Chef einer Schweizer Großbank, ein britischer Diamantenmogul oder reiche Scheichs wie der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate. Die Kollegen des Guardian
schreiben immer wieder dazu, daran ist auch erstmal überhaupt nichts Illegales. Es ist absolut legal, dass eine Briefkastenfirma als Eigentümerin einer Immobilie eingetragen ist. Und das ist übrigens auch in Deutschland so. Vieles davon ist legal, aber genau das ist das Problem. Das hat Barack Obama nicht als Reaktion auf diese Geschichte des Guardian, sondern als Reaktion auf die Panama Papers generell gesagt. Und ich glaube, der Satz bringt es ziemlich gut auf den Punkt. Briefkastenfirmen sind eben allzu oft ein Vehikel, um etwas zu verschleiern. Sei es Geldwäsche, Steuerhinterziehung oder schlicht eine Eigentümerstruktur, die aus welchen Gründen auch immer nicht offengelegt werden soll. Das haben auch die Panama Papers in tausenden Fällen gezeigt. Noch mal kurz zur Erinnerung, bei den Panama Papers handelt es sich um die 2,6 Terabyte Daten und Dokumente des panamaischen Offshore-Dienstleisters Mossack Fonseca, die der SZ geleakt wurden. Und weil ich weiß, dass viele von euch Daten-Nerds diese Grafik nicht mehr sehen können, weil sie die Größe des Leaks nicht, aber die Informationsmenge visualisiert, habe ich noch mal eine andere Grafik mitgebracht, die vielleicht besser veranschaulicht, mit was wir es hier zu tun haben. Wenn wir von den Panama Papers sprechen, geht es um Daten und Dokumente zu mehr als 210.000 Offshore-Firmen, die in einem Zeitraum von fast 40 Jahren gegründet, bei Mossack Fonseca gegründet wurden. Und es geht dabei nicht nur um Firmen in Panama, sondern die Daten betreffen Briefkastenfirmen in 21 Jurisdiktionen. Das Leak besteht zum größten Teil aus unstrukturierten Daten in Form von Dokumenten, E-Mails, eingescannten Verträgen und Pässen. Es gibt aber glücklicherweise auch einen strukturierten Teil, eine Datenbank nämlich, in der die Mitarbeiter der Kanzlei Mossack Fonseca feinsäuberlich die 210.000 Firmen aufbereitet haben und die Basisinformationen zusammengetragen haben. Und vielleicht habt ihr euch schon immer gefragt, welcher Teil der Panama Papers jetzt eigentlich öffentlich zugänglich ist. Und das ist genau dieser Teil, das sind diese Basisinformationen zu diesen 210.000 Offshore-Firmen. Zusammen mit den Daten vergangener Leaks hat das ICIJ, also das internationale Konsortium investigativer Journalisten, die diese Recherchekooperation geleitet haben, Informationen zu mehr als 500.000 Briefkastenfirmen über die Website offshoreleaks.icij.org zugänglich gemacht. Ihr findet dort also in vielen Fällen Informationen, die ihr in öffentlichen Firmenregistern nie finden werdet. Etwa die Informationen zu Eigentümern, diese Informationen, die man hier sieht, hat beispielsweise den isländischen Ministerpräsidenten sein Amt gekostet. Zurück zur Guardian-Recherche. Trotz der Fülle der Daten der Panama Papers reichten diese Informationen allein in vielen Fällen noch nicht aus, um sicher sagen zu können, dass ein Teil der von Mossack Fonseca gegründeten Offshore-Firmen für Immobilieninvestitionen unter anderem in London genutzt wurden. Der Guardian musste also auf weitere Informationsquellen zurückgreifen. Und hier kommt das Thema Open Data ins Spiel. Bereits im Jahr 2015 forderte das britische Private Eye Magazine in einer Informationsfreiheitsanfrage, English Freedom of Information Act, vom Staat eine Liste aller ausländischen Gesellschaften, die in England und Wales Immobilien besitzen, mit der entsprechenden Adresse der Immobilie. Schon damals war das in Großbritannien ein recht großes Thema, also nämlich, dass britische Immobilien ein Schwarzgeldhafen sind, was die Preise eben, also die Mietpreise in die Höhe trieb. Und in Großbritannien gab es zu diesem Zeitpunkt auch schon ein öffentliches Immobilienregister. Das heißt, die Information darüber, wer wo welches Grundstück besitzt oder welche Immobilie besitzt, ist grundsätzlich in Großbritannien offen zugänglich. Aber jede einzelne Abfrage kostet Geld und man kann das Register nicht strukturell auswerten. Das Private Eye Magazine hat sich deshalb einfach auf das Informationsfreiheitsgesetz berufen und alle Daten angefragt. Die Anfrage war auch erfolgreich und das Magazin konnte diese Visualisierung machen, auf die ich jetzt nicht näher eingehen will. Sie haben auch die Rohdaten dazu veröffentlicht und als Datenbank auf ihre Website gepackt.
Daraufhin hat die britische Regierung wohl gedacht, dann können wir die Daten auch gleich selbst veröffentlichen, was ja auch dem Gedanken von Open Data und Informationsfreiheit entspricht, dass man Daten nicht erst auf Anfrage öffentlich macht, sondern dass sie per Default offen stehen. Ich glaube, das ist ein ganz schönes Beispiel, wie ausgehend von einer IFG-Anfrage aus journalistischem Interesse offene Daten für alle geschaffen wurden. Der Guardian hat jedenfalls mit den befreiten Daten des Private Eye Magazine schließlich einen Abgleich mit den Panama Papers machen können. Man hat also die beiden Datensätze, die offenen Daten und die geleakten Daten, genommen und nach Übereinstimmung geschaut. Also welche Firma aus den Panama Papers taucht auch als Immobilieneigentümerin in Großbritannien auf? Das war technisch relativ leicht machbar. Allerdings kostete es die Kollegen einige Zeit zu überprüfen, ob es sich wirklich immer um die gleiche Firma handelte. Aber der Aufwand hat sich gelohnt. Die Guardian-Kollegen fanden tausende Übereinstimmungen zwischen den beiden Datenbanken und weil sie vom Private Eye Magazine ja auch die Adressen der Immobilien bekommen haben, konnten sie auch die Grundstücke visualisieren und konnten für jede Firma genau sagen, wo sich die Immobilie befindet. Und weil es hier bei diesem Slot ja auch um Data Storytelling geht, ich glaube, die Geschichte des Guardian war auch gerade deshalb so stark, weil der Guardian zum einen in der Lage war, das strukturelle Problem aufzuzeigen, also dass dubiose Offshore-Investitionen ein reales Phänomen sind. Zum anderen konnten die Kollegen aber starke Einzelfälle herausgreifen und anhand konkreter Bilder und Gebäude visualisieren, wer wirklich dahinter steckt. Was für den Leser natürlich sehr viel greifbarer ist als ein trockener Text über den anonymen Immobilienmarkt Londons. Ein Ergebnis der Recherche war aber außerdem, dass der Guardian in rund 700 Fällen nicht mal mit Hilfe der Panama Papers sagen konnte, wer der Besitzer einer Immobilie ist. Nämlich dann, wenn die entsprechenden Briefkastenfirmen ausweislich der Panama Papers von einer anonymen Inhaberaktie gehalten wird. Das heißt, der Name des Eigentümers ist auf keiner Urkunde vermerkt. Nicht mal die Offshore-Dienstleister wie Mossack Fonseca oder die Behörden wissen, wem die Firma gehört. Einzig der Eigentümer ist im Besitz einer Papieraktie, die ihn als Begünstigten auszeichnet. Eine totale Blackbox also, trotz Leak, trotz Open Data. Und dieses System existiert immer noch in einigen Steueroasen. Das hat also umso deutlicher gemacht, wie wichtig es ist, dass die Staaten, in denen Briefkastenfirmen Geschäfte machen, selbst mehr Transparenz von diesen Firmen und ihren Eigentümern fordern müssen. David Cameron hat deshalb als Reaktion auf die Panama Papers und auf die Geschichte des Guardian vor einem Jahr den Vorstoß gebracht, dass Personen, die über eine ausländische Gesellschaft Immobilien oder Grundstücke in Großbritannien besitzen, künftig ihre Identität offenlegen sollen. Seit Anfang April ist der Vorstoß Camerons ein offizieller Gesetzesvorschlag. Ziel ist die Schaffung eines öffentlichen Registers. Es wäre weltweit das erste seiner Art. Und in Deutschland, ihr ahnt es. Ich habe es anfangs schon kurz angedeutet, dass in Deutschland eine solche Recherche wie die des Guardian schlicht nicht möglich ist. Und zwar vor allem, weil wir keine offenen Daten in diesem Bereich haben. Das Erschreckende für mich ist daran nicht mal unbedingt, dass wir Journalisten keine Chance haben, das rauszufinden. Auch die Politik hat schlichtweg keine Ahnung, wie groß das Problem eigentlich ist. Und es ist politisch offenbar auch nicht gewollt, die Daten zu öffnen. In einer Antwort auf eine Kleine Anfrage vom Mai 2016 sagte die Bundesregierung, ihr sei nicht bekannt, wie viele Offshore-Firmen in Deutschland Immobilien besitzen. Und es gibt in Deutschland kein Immobilienregister. Wir haben hier lediglich das Grundbuch. Und das ist auch noch Ländersache, was die Sache natürlich komplizierter macht. Es gibt kein zentrales System. Immerhin sind aber alle Grundbücher mittlerweile digitalisiert. Uns sagen sogar Ermittler vom Bundeskriminalamt regelmäßig, auch sie haben mit den bestehenden Datenbanken keine Chance, strukturell im Immobilienbereich zu recherchieren. Auch die Ermittler wünschen sich eigentlich ein zentrales Immobilienregister, wie das in anderen Ländern schon lange üblich ist. Unsere Grundbücher sind also das Gegenteil von Open Data. Die Daten werden unter Verschluss gehalten.
Eine Einsicht ist zwar in Einzelfällen möglich, aber nur bei berechtigtem Interesse, was etwa die Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz wieder schwierig macht, von einer datenbasierten Auswertung ganz zu schweigen. Wenn jemand hier im Raum eine Idee hat, wie man die Daten zu Offshore-Immobilien in Deutschland befreien könnte, darf er oder sie sich gerne bei mir melden. Solange weder der Staat noch wir Journalisten strukturell recherchieren können, wo in Deutschland Offshore-Kapital in Immobilien fließt, müssen wir Journalisten uns auf Einzelfallgeschichten beschränken, so wie der Tagesspiegel kurz nach den Veröffentlichungen der Panama Papers. Man könnte natürlich so argumentieren, das Phänomen, dass über Offshore-Firmen Geld nach Deutschland fließt, ist ohnehin nicht allzu groß. Es ist also gar kein Thema hier. Das stimmt aber leider nicht. Das Bundesfinanzministerium weiß selbst, dass eine Studie in Auftrag gegeben hat, die das Dunkelfeld der Geldwäsche im Nicht-Finanzsektor, also im Immobilienbereich, in der Gastronomie, im Glücksspiel, untersuchen sollte. Das Ergebnis? Geldwäsche findet in Deutschland vor allem im Nicht-Finanzsektor statt. Laut der Studie handelt es sich bei der Immobilienbranche in Deutschland sogar um einen Hochrisikosektor für Geldwäsche. In einem Bereich also, der kaum reguliert ist. Staatliche Kontrollen gibt es beim Immobilienkauf nicht. Stattdessen sollen Makler, Notare und Rechtsanwälte die Deals prüfen und Geldwäschefälle melden. Das passiert aber so gut wie nie. Auch die EU will deshalb schon länger ein zentrales europaweites Immobilienregister einrichten. Unsere aktuelle Bundesregierung sieht trotz des enormen Geldwäschepotenzials dafür keinen Bedarf. Diese ablehnende Haltung kennen wir schon aus einem anderen Bereich. Viele von euch haben es vielleicht mitbekommen. Die EU verlangt, dass alle Mitgliedstaaten sogenannte Transparenzregister einrichten und will damit auch stärker gegen Geldwäsche, gegen Steuerhinterziehung und Terrorismusfinanzierung vorgehen. Dabei geht es jetzt nicht um Immobilien, sondern ganz generell um Firmendaten. Also Unternehmen und Stiftungen sollen künftig offenlegen, welche natürlichen Personen ihre wahren Eigentümer sind. Derzeit zeigt ja beispielsweise das Handelsregister nicht immer, welche Personen hinter einer Firma stehen. Auch andere Firmen können als Gesellschafter eingetragen sein, was wieder eine Möglichkeit der Verschleierung von Eigentumsverhältnissen sein kann. In Deutschland wird das von Brüssel geforderte Transparenzregister kommen, aber es wird eine Mogelpackung. Das Bundesfinanzministerium hat gegen den Widerstand mehrerer anderer Ministerien durchgesetzt, dass die Firmendaten genauso wie beim Grundbuch nur mit berechtigtem Interesse einsehbar sind. Als die Panama Papers öffentlich wurden, forderte unser Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble noch volle Transparenz für Briefkastenfirmen. Vor der eigenen Haustür will er die nicht, geschweige denn ein Open-Data-Transparenzregister. Es gibt hierzulande eine starke Lobby gegen mehr Transparenz in diesem Bereich. Die Familienunternehmer argumentieren beispielsweise damit, dass Entführungen und Erpressungen zunehmen könnten, wenn für jeden einsehbar ist, wer hinter Firmen steht. Man könnte jetzt sagen, der Ferrari vor der Tür ist da vielleicht eher das Problem als die Offenlegung der Eigentümer in einem Online-Register. Um aber ernsthaft zu argumentieren, in anderen Ländern gibt es bereits Erfahrungswerte, die zeigen, dass eine Gefahr für Leib und Leben durch die Veröffentlichung von Eigentümerinformationen wohl eher ein marginales Problem ist. In Großbritannien, ja wieder Großbritannien, gibt es bereits ein solches Firmenregister, das die Hintermänner und Frauen von allen britischen Firmen offenlegt. Das ist also auch in einem Brexit-Staat möglich, ganz ohne Druck aus Brüssel. Die Daten werden sogar unter einer Open-Data-Lizenz veröffentlicht und viele von euch reiben sich jetzt vielleicht schon die Finger. Das haben diese Aktivisten auch gemacht. Während eines Hackathons von Global Witness haben sie in einer ersten Datenanalyse der neu veröffentlichten Firmendaten herausgefunden, dass in Großbritannien bis dato nur etwa 30 Mal der Fall eintrat, dass der Name eines wirtschaftlich Berechtigten aus Sicherheitsgründen nicht im Register auftauchen durfte. 30 Fälle bei 1,3 Millionen Firmen. In Deutschland scheint sich aber noch nicht durchgesetzt zu haben, was in anderen Ländern schon üblich ist, nämlich der gesellschaftliche Konsens, dass bestimmte Informationen, die uns alle betreffen, öffentlich zugänglich sein müssen. Und dazu sollten meiner Meinung nach auch Immobilien- und Firmendaten gehören.
Zum einen, weil Eigentum verpflichtet, weil die Gründung eines Unternehmens ein Privileg ist, wie es Global Witness schreibt, und weil damit bestimmte Verpflichtungen verbunden sind. Verpflichtungen gegenüber Geschäftspartnern etwa, aber auch gegenüber der Gesellschaft. Zum anderen gibt es auf internationaler Ebene die Forderung nach maximaler Transparenz, weil Anonymität eben genau das im großen Stile ermöglicht, was wir in den Panama Papers so häufig gesehen haben. Korrupte Politiker, Funktionäre, Sportler, Geschäftsleute, die der Meinung sind, dass die Regeln, auf die sich Gesellschaften weltweit geeinigt haben, für sie nicht gelten. Dass sie im Schutz der Anonymität Steuern hinterziehen oder Geld waschen können, wie es ihnen beliebt. Und ich will an dieser Stelle auch noch mal darauf hinweisen, nicht nur wir Journalisten haben durch einen Abgleich mit den Panama Papers und anderer Datenquellen zahlreiche Beispiele gefunden, die zeigen, wie wichtig es ist, Daten zu öffnen und zugänglich zu machen. Europol hat auch den öffentlich zugänglichen Panama Papers Teil mit eigenen Datenbanken abgeglichen und fand rund 3.500 wahrscheinliche Übereinstimmungen. 116 dieser Treffer stehen im Zusammenhang mit einer Europol-Untersuchung zu islamistischem Terrorismus. Im besten Fall ermöglichen diese Querverbindungen den Ermittlern nun, noch einige Fälle aufzuklären. Sorry. What's next? In einer perfekten Welt wären wir natürlich nicht auf Leaks angewiesen, um Missstände aufzudecken. Die perfekte Welt gibt es aber nicht. Aber wir können uns zumindest in den gesellschaftlichen Bereichen, die wir alle mitgestalten können, ob durch unsere Arbeit, unser Ehrenamt oder durch unsere Wahlentscheidung, für mehr Transparenz einsetzen. Ich finde, das Beispiel Großbritannien zeigt, dass Open Data als Maßstab für Immobilien- und Firmendaten nicht zu hoch gegriffen ist. Das Datenschutzargument, das im Interesse einer Wirtschaftselite missbraucht wird, darf in Deutschland kein Totschlagargument sein. Und es ist ein gutes Signal aus Brüssel, dass das EU-Parlament mit einer 5. Anti-Geldwäsche-Richtlinie mehr Transparenz anstreben will. Wenn die neue Richtlinie wirklich so kommt, sollen alle Firmenregister in den EU-Staaten nämlich zwingend öffentlich zugänglich sein, auch in Deutschland. Dem Vorstoß müssen alle Mitgliedstaaten erst noch zustimmen, aber er zeigt doch zumindest, dass man in Brüssel im Gegensatz zu Berlin die Dringlichkeit verstanden hat und die Forderung nach maximaler Transparenz politisch wirklich eine Rolle spielen kann. Für uns Journalisten ist die Arbeit mit den Leaks und mit offenen Daten natürlich nicht abgeschlossen. Wir haben noch längst nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft und es stecken noch viele Geschichten in den Panama Papers, die wir noch nicht erzählt haben. Erst vorgestern veröffentlichte ein Kollege der New York Times, die seit kurzem auch Zugang zu den Panama Papers Daten haben, diese Recherche zu den mutmaßlichen Verbindungen von Trumps Schwiegersohn zu Benny Steinmetz. Benny Steinmetz ist ein israelischer Diamantenhändler, der erst im Dezember zwischenzeitlich festgenommen wurde wegen des Verdachts auf Geldwäsche und Bestechung. In mehreren Ländern soll Steinmetz wegen verdächtiger Geschäfte unter anderem im Immobilienbereich der Prozess gemacht werden. Die Kushners investierten 2012 über eine anonyme Investmentfirma in mehrere New Yorker Immobilien. Wie die New York Times nun durch die Panama Papers, die SwissLeaks-Daten und andere Quellen herausgefunden hat, steht diese Investmentfirma, die bisher noch anonym war, in Verbindung zum dubiosen Steinmetz-Clan. In Deutschland gehören Steinmetz übrigens dutzende Karstadt-Häuser. Auch abseits von Politik und Journalismus gibt es Initiativen, die in die richtige Richtung weisen. Auf die will ich noch kurz eingehen. Open Ownership etwa, das sich zum Ziel gesetzt hat, ein globales Register der wirtschaftlich Berechtigten zu schaffen, also eine Datenbank mit Firmendaten und den Personen, die Firmen kontrollieren und von ihnen profitieren. Hier geht es auch darum, einen hohen Datenstandard zu etablieren und Plattformen und Infrastrukturen für diejenigen Staaten bereitzustellen, die vielleicht bisher mit der Unmöglichkeit der technischen Umsetzung gegen ein Register argumentiert haben. Wir alle hier im Raum wissen, wie wichtig es ist, nicht nur offene, sondern auch qualitativ hochwertige Daten zu haben. Deshalb eine großartige Initiative. Die Macher von Open Ownership schreiben auf ihrer Website: Corruption is a network problem. To fight it, we need a network solution. Und ich glaube, damit sind nicht nur die Daten, sondern wir alle gemeint. Vielen Dank.
Vielen Dank, Vanessa. Eine Frage habe ich noch. Die Panama Papers haben ja Rekorde gesetzt in Gigabytes und in Anzahl von Firmen, die da drin sind. Wie viele Leute haben da mitgearbeitet? Also wir waren ja eine weltweite Kooperation. Das waren rund 400 Journalisten. Bei der SZ waren wir etwa, also die wirklich an der Recherche gearbeitet haben, etwa 5 bis 7. Es wurden dann im Laufe der Zeit mehr, also digitale Umsetzungen etc. Aber insgesamt weltweit rund 400 Journalisten. Also das klingt auch nach einem Rekord international. Vielen Dank.